Aug, hör mir zu. Ich weiß, dass du dich umsehen möchtest, aber die Pilgerreise ist für das Himmelsvolk von großer Bedeutung. Wie du weißt, sah das Land vor dem großen Zerfall anders aus als jetzt. Statt der Himmelsinseln war das Land eins und die Ahnen bewohnten die Welt. Sie errichteten große Bauwerke, unter ihnen drei Tempel hier im Land der Götter. Deine Reise wird dich zu allen dreien von ihnen führen. Etwas änderte sich jedoch. Die Ahnen führten den Zerfall herbei, das Land zerbrach und hinterließ uns die Himmelsinseln. Die Priesterin Kara betete am Leuchtturm und fand Antworten, die unserem Volk dabei helfen, die große Katastrophe zu überleben. Die erste Station eines jeden Pilgers ist Karas Schrein. Also los, Aug, geh schon. Ich werde hier draußen auf dich warten. Wir müssen, nur das ein bisschen wenig, aber ich glaube, wir müssen durchaus ein bisschen mit dem Master Volume nach unten. Und damit sage ich Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Surprise Sunday. Herzlich willkommen zu Air Memories of Old. Ein Spiel, über das ich tatsächlich so gut wie gar nichts weiß, außer dass es gerade sehr laut war und ich in hoffentlich einem kurzen Schnitt, falls ich dran gedacht habe, falls nicht, tut es mir an dieser Stelle leid und ich möchte mich hier nochmal entschuldigen. Auf jeden Fall ein Spiel, über das ich im Prinzip gar nichts weiß. Ich habe gedacht, ich wüsste, welches Spiel das ist, aber das Spiel ist es nicht. So, wie sind die Tastenbelegung? Ich habe hier eine Karte anscheinend. Okay, erstmal bewegen. Jetzt darf ich springen. Wartet mal kurz. Das ist, ich finde die Musik tatsächlich immer noch ziemlich laut. Tut das laut, dass die so laut ist? Wenn ich die Lautstärke der Musik hier jetzt runternehme, können wir das Master Volume vielleicht nochmal wieder ein bisschen erhöhen. Für irgendwelche Effekte. Aber ja, ich meine, ihr habt gesehen, auf welchen Einstellungen wir hier spielen, ne? Und gleichzeitig, es ist trotzdem sehr laut. Das ist alles sehr belastend im Moment. Da muss ich vielleicht dann doch bei den OBS-Einstellungen nochmal was machen. Aber so, wie es im Moment eingestellt ist, sind die Balken wenigstens halbwegs vergleichbar. Ob das da oben Karas Schrein ist schon? Ich gehe einfach mal rüber und gucke. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Interessant fand ich, dass ich den Namen Daedalic gelesen habe. Die Publisher waren vielleicht dafür? Die Erinnerung an das Licht in unseren Herzen erstrahlt mit Karas Namen. Ihre Laterne führte und beschützte uns, als die Welt zerfiel und wir zum Himmelsvolk wurden. So, das hier, was ist das? Ist das schon der Schrein? Ne, das ist einfach nur eine Statue, die hier steht, ne? Ja, keine Ahnung, scheint bisher, also bisher wirkt es so, als würde es eher in Richtung eines Journey oder Absu gehen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier noch so kommt. Bin aber auf jeden Fall sehr gespannt, ein bisschen mehr noch von diesem Spiel hier zu sehen. Betritt die Halle der Erinnerung, in der Karas Licht erstrahlt. Solange sie lebte, erlosch es nie. Frag, und vielleicht wird sein Schein die Antwort. Hm.
Das dürfte Karas Schrein sein hier. Wow. Hier ist ja was los. Schon wirkt das Ganze gleich ein bisschen bedrohlicher. Ich muss noch mal. Es hilft alles nichts. Es ist so unglaublich laut. Die Musik muss noch weiter runter. Und die Effekte auch. Das hat doch alles keinen Sinn, wenn man mich nicht mehr versteht. Ich muss vielleicht doch nochmal an die Einstellungen ran, aber auf der anderen Seite, wenn ich mich erstmal daran gewöhnt habe, dass ich immer mit 10-15% Lautstärke arbeiten muss, dann ist doch auch alles gut, oder? Das reicht immer noch nicht, oder? Nehmen wir mal 13 und gucken mal, was passiert. Was seid ihr denn für welche? Warum habt ihr den Schrein kaputt gemacht? Das war nicht nett. Das ist aber gar nicht nett. Vielleicht verschätze ich mich auch wieder mit der Lautstärke. Ich muss das dann im Nachhinein prüfen, glaube ich. Guten Tag. Auf meinen Kopfhörern ist es jetzt nämlich tatsächlich sehr leise. Gleichzeitig sagt er mir bei OBS immer noch, es ist sehr laut. Ich weiß das nicht. Also laut OBS sind das Mikrofon und das Spiel gerade mehr oder weniger gleich laut. Da ist kein großer Unterschied. Mikrofon ganz kleines bisschen lauter als das Spiel, aber nicht viel. Was geht hier gerade vor? Warum passiert... Moment, was? Hoffentlich brennen diese Laternen lang genug, um dem jungen Pilger den Weg zu weisen. Okay, ich gehe einfach mal hier lang. Passiert das auf jeder Pilgerreise? Ja, man muss die Frage mal in den Raum stellen, oder? Oh, bist du unversehrt? Den Göttern sei Dank, geht es dir gut. Was ist da drinnen geschehen? Als die Hülle einstürzte, ging ich vom Schlimmsten aus. Ist das die Laterne? Sonderbar. Diese Laterne ist ein antikes Artefakt namens Karas Licht. Aus irgendeinem Grund leuchtet sie für dich. Das ist das erste Mal seit Generationen. Bewahre sie gut auf. Ich werde hier bleiben und mich im Schrein umsehen. In der Zwischenzeit solltest du deine Pilgerreise fortsetzen. In der Nähe des Leuchtturms gibt es ein Dorf. Folge einfach dem Papierdrachen. Rede mit deiner, sobald du angekommen bist. Sie wird dir den Weg weisen. Was ist denn jetzt passiert?
Auf einmal kann ich fliegen oder was? Okay. Das ist ja spannend. So, das wird das Dorf sein, wo ich hin soll. Aber wenn ich jetzt hier fliegen kann, jetzt erscheint es mir plötzlich wieder etwas leiser. So, wenn ich jetzt hier fliegen kann. Was war das? Okay, ich merke schon, ich brauche mehr Anlauf. Das sieht aus wie ein Mensch, oder? Diese Wolke da. So, was war das jetzt hier? Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich auf sowas landen soll. Kann ich irgendwie langsamer werden? Und irgendwo landen. So kann ich landen. Spannend. So, vor allem spannend nach da hinten. Können wir mal gucken, was da so los ist. Da ist nämlich die Karte noch gar nicht aufgedeckt. Das ist der Zwielichtsee. Aha. Hallo. Aber letztendlich ist das so schlau von mir, jetzt hier überall in der Gegend rumzufliegen, statt einfach erstmal dahin, wo das Spiel mich hinhaben will. Ich fliege mal dahin zum Leuchtturm. Wir fliegen jetzt erstmal ins Dorf. Es tut mir leid, dass ich ständig hier am Audio rumspiele, aber ich will es ja auch nicht zu leise für euch haben. Ich will es auch nicht zu laut haben. Es ist total schwierig. So, das hier die Siedlung, wa? Sind hier denn Leute, mit denen ich auch reden kann? Ne, das ist die Siedlung da. Das hier oben sind wahrscheinlich Ruinen. Guten Tag! Das ist dein Name, habe ich recht? Was ist passiert? Hast du Geister gesehen? Oder Tiergeister? Schätze? Geheimnisse? Ich würde so gerne auf Entdeckungsreise gehen. Es ist nicht fair, dass ich hier auf dieser Insel festsitze. Manchmal gehe ich auf Abenteuerreise mit meinen Eltern, aber das zählt auch als Abenteuer. Einmal waren wir an einem super tollen Ort, hoch im Norden, ziemlich verschneit, mit einer riesigen Statue. Ist ein wenig kaputt, aber trotzdem cool. Und ich heiße Erin, nur damit du es weißt. Geht es dir gut, Aug? Dein Name ist Aug, richtig? Wir haben es von Karas Schrein her grollen gehört. Ich bin froh, dass du dem entkommen konntest. Ich heiße Dinah. Willkommen. Wir haben schon lange keinen Pilger mehr gesehen. Dein Mentor, Medwin, war der letzte von ihm.
Meine Eltern haben ihm damals geholfen. Ich, John und unsere Tochter Erin werden nun dir zur Seite stehen. Solltest du jemals nicht mehr weiter wissen, kehre hierher zurück und rede mit uns. Schließlich sind wir hier, um dir zu helfen. Die Reise eines jeden Pilgers führt zu den drei Tempeln im Land der Götter. Kara hat sie vor langer Zeit versiegelt, gleich nach dem großen Zerfall. In der Nähe eines jeden Tempels befindet sich ein Siegel. Dort versammeln wir uns, um den Geistern unseren Respekt zu zollen. Dies solltest du ebenfalls tun. Heilige Worte offenbaren sich denjenigen, die ihnen offen gegenübertreten. Das Heiligtum der Dämmerung liegt am nächsten, nordwestlich von hier. So, der John ist noch hier. Hallo und willkommen, Auk. Woher kam dieser Lärm? Was, geht es dir gut? Ich bin übrigens John. Dinah und ich kümmern uns um den Leuchtturm hier auf der Insel. Wir passen auf, dass im Land der Götter alles mit rechten Dingen zugeht. Keine leichte Aufgabe, wenn man all die seltsamen alten Ruinen und Wunder bedenkt. Seit Erin geboren wurde, fehlt mir die Zeit, sie zu besuchen, aber das macht nichts. Ich glaube, sie ist abenteuerlustig und das erfüllt ihren Vater mit Stolz. Wenn du Zeit hast, würde ich dir einen Besuch der Windwelle empfehlen. Als die Welt noch eins war, kämmte ein Wassergeist ihr wunderschönes Haar am Bach dort. Der Wind sang zu ihr, bis sie ihr Haar hinunterließ und es sich mit den Wolken mischte. Ein Regenbogen war geboren. Nicht, dass ich dort jemals einen gesehen hätte, aber es ist eine nette Geschichte. Dieser Ort befindet sich nördlich von hier, hinter den Wolken. Okay, wird mir das irgendwie markiert? Ja, den Tempel haben wir da oben im Nordwesten. Dann fliegen wir jetzt mal nach Norden, wa? Und suchen erstmal diesen Singsang. Dings, das finde ich nämlich sehr spannend, da einmal hinzugucken. Hinter den Wolken, hat er gesagt. Also einfach mal da durch, ne? Einfach mal da durch und gucken, was passiert. Guck mal, da ist der Wasserfall. Das ist bestimmt. Schon was gesehen, was mich interessiert. So, nämlich das da. Was ist das? Okay. Was bedeutet das? So, aber eigentlich wollte ich zu dem tatsächlichen Wasserfall, der ist da oben. Ach, guck mal. Da soll ich wohl auch hin. Beziehungsweise, was heißt, da soll ich hin? Ich brauche noch ein zweites Ding. Aber das ist ja wahrscheinlich da hinten dann, ne? Genau auf der anderen Seite. Wir stehen ja noch ganz am Anfang hier. Ist das ein... Nee, ich wollte gerade sagen, es sitzt da ein Hund mit dabei, weil der kniet einfach auf dem Boden. Aha. Und schon wird es spannend. Was verbirgt sich in der Höhle?
Wir haben was entdeckt. Schon cool irgendwie. Gefällt mir. Irgendwie gefällt mir das Spiel. Es hat was. Wie gesagt, ich hatte ursprünglich an ein anderes Spiel gedacht, als ich mir das hier für Surprise Sunday ausgedacht habe. Aber ich finde es tatsächlich auch nicht schlimm, dass ich mich da vertan habe. Ich überlege halt nur, wie das andere Spiel dann hieß. Ich war nämlich der festen Überzeugung, das hieße er. Das ist auch mal nicht die Kombination, die hier von mir erwartet wurde. Warum ist der Sound hier so ungleichmäßig? Okay, ich kann das nur aktivieren, wenn ich die Laterne auch in der Hand habe. Wenn es mir noch einfallen würde. Ansonsten übersehe ich, glaube ich, gerade irgendeinen Hinweis. Aber welchen? Bewegt sich das Ding in der Mitte mit? Nein. Nein, tut es nicht. Okay. Aha, das war also des Rätsels Kern. Sonne und Mond. Was ist das hier jetzt? Schlüssel, was denn für ein Schlüssel? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, dass ich wirklich verstehe, was hier gerade passiert. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Könnten wir jetzt theoretisch zu John zurückfliegen und ihm davon erzählen und gucken, was er jetzt vielleicht Neues zu sagen hat, ne? Was bist denn du? Hallo, kleine Wanderin. Du hast dir Zeit gelassen. Bist du vielleicht vom Weg abgekommen?
Oder musstest du auf den Langsamen warten? Ich glaube, sein Name ist Medwin. Langsam wie nie ein Wandler vor ihm. Aber clever. Intelligent. Weißt du denn, worüber du da gestolpert bist? Du trägst Licht und Schlüssel, um dich ins Zwielicht zu führen. Dämmerung und Morgenröte zugleich, will ich meinen. Südwestlich von hier gibt es einen Tempel in Gestalt der untergehenden Sonne. Dort wirst du mehr Antworten finden. Nun geh schon, Vogel, schneller als Medwin. In der Tiefe erwarten dich Geheimnisse. Suche Rat bei den Schlummernden. Okay. Das Gespräch hat mich jetzt nicht auf die Art und Weise erleuchtet, die er vielleicht geplant hatte. Südwestlich. Ist ja der Tempel der Dämmerung, von dem Deiner erzählt hat. Der müsste da ja in der Richtung liegen. Vorbei an den Wolken. Mein Bruder liebt den Leuchtturm zu bewachen und ich folge ihm freiwillig. Ich beschütze das Land und seine Tiere, obwohl ich nicht verstehe, warum die Priesterin uns diese Pflicht auftrug. Schlafen die Götter wirklich in diesen Landen und wir sollen sie beschützen? Aber weshalb schlafen sie? Können Götter schlafen? Ich halte das alles für ein Märchen. Die Götter sind schon lange fort. Nun gehört das Land den Geistern und Tieren, jedoch bleiben Namen länger im Gedächtnis als die Erinnerung an ein Gesicht. So, der eigentliche Tempel ist da oben. Ist das eine Wolke oder kann ich da oben drauf? So, aber laut Karte ist der Tempel nicht hier oben. Es tut mir leid, ich habe mich geirrt. Wir müssen wohl noch ein weiter nach Westen. Da ist der Tempel. Moment, wir können auf Wasser laufen. Das ist natürlich spannend. Das finde ich sehr spannend. Warum können wir auf Wasser laufen? Und hinab geht es. Mal schauen, was uns hier unten in der Tiefe erwartet. Was haltet ihr denn von dem Spiel? Könnt ihr eure Meinung unten in den Kommentaren verewigen. Ich freue mich immer, was von euch zu lesen. Ich habe bisher auch jeden einzelnen Kommentar gelesen, der jemals hier auf diesem Kanal geschrieben worden ist. Gut, das waren ehrlich gesagt insgesamt nicht so viele, wie ich vielleicht erhofft hatte, aber ich habe sie alle gelesen. Heiligtum der Dämmerung. Herzlich willkommen. Okay. So, die große Frage, was müssen wir tun? Anscheinend einfach hier hochkraxeln und den Weg fortsetzen. Die haben sich gegenseitig geholfen hier, das ist sehr nett von ihnen, aber ich habe keinen, der mir dabei hilft. Ich muss das alleine schaffen.
Die Wächterin des Zwielichts öffnete ihre Augen und sah, wie Sonne und Mond zugleich erstrahlten. Sie setzte sich und nahm sie beide in ihre Himmelshände, um ein Gleichgewicht aus Licht und Schatten zu erschaffen. Mit ihrer rechten Hand gibt sie die Sonne frei, um die Menschen aus dem Traum zu erwecken. Mit ihrer linken wirft sie den Mond in den Nachthimmel, sodass die Menschen träumen können. Sie ist der Herzschlag der Jahreszeiten und sitzt am Nabel der Welt, der Atem allen Lebens und der Ordnung. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ich bin auf der Suche nach dem Schreinwächter. Ist jemand hier? Hier gibt es Fische. Ah, ich hänge fest. Es geht wieder. Mensch auf Pfoten kann nicht rennen, jagt die Sonne sehnsuchtsvoll. Mensch mit Schwingen kann nicht fliegen, sucht den Himmel immer zu. Mensch hat Augen, die nicht sehen, beobachtet die Ewigkeit. Mensch allein, der Gefahr erlegen, gedankenfremd und unnahbar. Spannend, dass ich mich hier oben nicht verwandeln kann. Leute gewohnt. Da war auch mal eine Brücke, die ist aber eingestürzt. Ich komme da aber trotzdem hoch, vielleicht ist da ja was. Eins von vier. Okay. Das habe ich verstanden, aber dann kann ich ja erstmal hier weiter gucken, oder? Weil dann wird das nicht der Weg sein, wo es weitergeht, wenn die Tür da links ist. Ich bin Kara von den Donnerinseln. Ich hatte einen sonderbaren Traum, den ich niederschreiben will, damit auch andere ihn verstehen. Ich bin gekommen, die heiligen Relikte im Leuchtturm im Land der Götter zu studieren, um unser Erbe zu verstehen. Als ich ein paar der Runen berührte, war mir, als fuhr eine wärmende Hand über meine Augen und ich fiel auf dem heiligen Stein in einen tiefen Schlummer. Im Traum erschien es mir, als erstrahlte der Stein unter meinen Füßen und errichtete eine Treppe hinauf in den Sternenhimmel. Weit entfernt auf diesen Stufen entfachte sich ein goldenes Licht und kam stetig näher. Sterne schwebten vom Himmel herab und wurden zu einem sanften, traurigen Wesen aus Musik. Dieser Gott sprach zu mir nicht mit Worten, sondern in Erinnerungen und Gefühlen. Er warnte mich vor einer schrecklichen Gier aus dem Jenseits, vor einer Leere im Herzen der Menschen. Als er sie mir zeigte, fühlte ich sie lebendig werden und zwischen uns kommen. Sie verdunkelte die goldenen Stufen wie ein Gewitter, kalt wie die Ewigkeit. Angsterfüllt schrie ich auf, als die Leere mich berührte und ich erwachte. 3 Tage lang konnte ich kein Wort sprechen, aber ich machte mich sofort auf die Reise zu den alten Tempeln. Wenn das, was ich gesehen habe, stimmt, dann sind die Götter noch am Leben und wir müssen uns gegenseitig helfen. Hm.
war, da unten rechts war noch eine Plattform, aber ich will jetzt erstmal hier hoch gucken, bevor ich da runterspringe. Ich habe mir nämlich gedacht, dass hier oben auch noch was ist. Und da oben in der Mitte ist die letzte dann. Nein, es sind 5. Okay, oh mein Gott. Ich habe gedacht, das ist eine Schlange. Ich habe ehrlich gedacht, das ist eine Schlange, die sich da bewegt. Oh Gott. So. Okay, eins ist direkt vor der Tür. Das ist ja mal überhaupt kein Problem, oder? Jetzt bin ich hier natürlich abgestürzt. Den ganzen Weg nach oben nochmal bestreiten. Jetzt bin ich hier natürlich abgestürzt. Alter! Hatte ich schon erwähnt, wie dumm ich sein kann? Komm, ich komme doch da hoch, oder? Läuft. Jetzt aber ist da unten noch was. Ich hoffe, dass ich diesen Tempel hier halt noch fertig kriege, dass der nicht so lang ist. Mit Fährische. Ich dachte, der Stein hätte sich bewegt. Okay, das ist jetzt irgendwie ärgerlich. Dann gibt es ja auf der anderen Seite auch noch. Ja klar, hier lang, ne? Sonne und Mond gemeinsam. Okay, ich habe gedacht, das würde hier lang führen. Dann gucken wir doch hier vorne nochmal. Müsste ja theoretisch hier dann lang gehen noch irgendwo, ne? Muss ich da hoch? Ich könnte ja hier zum Beispiel noch hochspringen und dann da hier in die Säule hochklettern. Nee, kann ich nicht. Okay, belastend. Warum kann ich das nicht? Okay, jetzt mal ganz ehrlich, irgendwas übersehe ich doch hier gerade, oder? Na, da ist doch noch eine Tür, da muss es doch
gehen die Türen nur auf, wenn ich die Laterne aus habe. Wegen Licht und Dunkel und so. Ich vermute, wenn ich beide Seiten aktiviert habe, wird es da hinten weitergehen. Aber wie aktiviere ich die zweite Seite? Vielleicht hier einfach mal weiter nach unten. Ich habe den Weg gefunden. Aha. Na, ja, schon fühle ich mich zumindest ein bisschen besser. Wie gesagt, ich würde gerne den Händler abschließen. Noch ist das für Surprise Sunday alles im Rahmen. Wir haben zwar auch schon längere Folgen, aber so 40, 45 Minuten ist eigentlich immer so der Standard gewesen. Ne? Ja, zumindest 40. 40 habe ich eigentlich fast immer versucht. Fast immer. Kann auch so ein bisschen aufs Spiel an, aber so prinzipiell. Und jetzt mache ich hier gerade Progress, also von daher. Als die Welt noch jung war und der Schöpfer das Land gerade erst ersonnen hatte, versammelten sich die Tiergeister auf einen Plausch. Ein Fuchs sprach, es gibt neue Tiere, sie gehen auf zwei Beine. Ein Kranich sprach, ein neuer Vogel? Der Fuchs schüttelte den Kopf und sprach, ihnen fehlen die Flügel. Ein Affe sprach, ich habe sie auch gesehen. Sie besitzen kein Fell und sie können nicht gut klettern. Eine Eule sprach, sie fürchten die Nacht und vertreiben sie mit Feuer. Ein Otter sprach, sie bauen ihre Nester an Land, aber sie sind nicht eins mit ihm. Ein Reh sprach, sie machen Lärm und kennen sich im Wald nicht aus. Ein Bär sprach, sie sind wie Junge und verlaufen sich oft. Der Fuchs legte den Kopf schief und sprach, ja, deshalb müssen wir ihnen helfen. Ihnen helfen? Die anderen Tiere waren erstaunt. Ja, sprach der Fuchs. Ihre Gedanken sehen die Ewigkeit und sie sind verloren und fürchten sich. Sie brauchen Halt oder sie werden sich, dem Land und uns schaden, sprach der Fuchs.
Was schlägst du also vor? Fragte ein Hase. Ich schlage einen Pakt vor, sprach der Fuchs. Spricht einer von ihnen zu uns, so bieten wir ihm ein Bündnis mit dem Land an. Der Fuchs fuhr fort. Willigt er ein, kann er fortan unsere Gestalt annehmen. Von demjenigen, mit dem er den Pakt eingegangen ist. Und er wird eins mit dem Land und dennoch jenseits des Schleiers sehen. Und er wird sein Volk führen und beschützen. Und so leben wir alle in Frieden, sprach der Fuchs. Die anderen Tiere wussten um die Weisheit seiner Worte und willigten ein. Und so werden einige Menschen eins mit der Welt. Diese Auserwählten nennt man die Flüsternden. Von denen hat der Tiergeist gesprochen, ne? Von den Flüsternden. Okay, wie komme ich da jetzt rüber? Okay, ich kann nur hin und her bewegen. Ich glaube, ich werde den Tempel nicht mehr fertig kriegen. Kann ich auch nur hin und her bewegen? Das ist ja schrecklich. Warte mal. Ich muss das Ganze kombinieren, kann das sein? Das sind ja alles drei Steuerungen für das gleiche Ding quasi. Alles vier, Entschuldigung. Jetzt Insen hier, ne? Ne, nicht Insen, genau auf der anderen Seite. So, und jetzt Insen hier. Jetzt haben wir es nämlich. Was wir nochmal wieder haben, aber jetzt haben wir es. In der anderen Richtung noch was? Nope. Okay. Jetzt können wir die Dinger hier steuern. Einmal da. Und hier drüben natürlich auch nochmal. Und damit haben wir jetzt auch den Weg darüber. Es geht vorwärts, ich will gar nicht aufhören gerade.
Da drüben irgendwie rüber wäre trotzdem noch mal sehr spannend. Dann will ich erstmal wissen, was hier ist. Alter, mit den Sprüngen ist aber teilweise echt. Zumindest geht's hier rein. Das ist ja schon mal was. Und jetzt bin ich hier bei dem Schalter, oder? Ja, zumindest ist der Schalter jetzt in Reichweite. Ah, ich sehe schon. Was eigentlich? Warte mal, was? Es scheint, als ob diese Tür seit einer Ewigkeit klemmt. Ich frage mich, ob sich dahinter überhaupt etwas befindet. Also, es ist schon nice, schon schlau gemacht. Haha, na komm, das bringen wir jetzt noch zu Ende, oder? Das wollt ihr doch jetzt auch noch wissen, was da hinter der Tür ist, ne? Das nehmen wir jetzt noch mit. Hi! Komm zu mir, kleiner Vogel. Vor sehr langer Zeit nannte man mich die Wächterin des Zwielichts. Ich existiere zwischen Dämmerung und Morgengrauen und bewache den Pfad, der ins Land der Träume und zurückführt. Selbst nach dem großen Zerfall blieb ich und beobachtete, wie eure Priesterin Tara ihr Volk in die Sicherheit meines Tempels geleitete. Schon lange warte ich auf diesen Augenblick. Nun bin ich schwach, aber die Macht, die mir verliehen wurde, bindet mich an eure Welt. Hör gut zu, kleiner Vogel. Einmal mehr erwacht die Leere. Diesmal, um auch den Rest der Welt gierig zu verschlingen. Noch gibt es einen Weg, ihr Einhalt zu gebieten. Die Priesterin Kara versteckte drei mächtige Fragmente, eines in jedem Tempel. Du musst die drei Fragmente wieder miteinander vereinen. Ich überlasse dir den Teil, welcher mir anvertraut wurde. Ohne das Fragment dämmere ich dem Vergessen entgegen. Es band mich an diese Welt, schon seit die Seelen der Menschen die Götter vergaßen. Aber wir dürfen nicht zögern. Bitte! Nimm mein Fragment und beende, was vor so langer Zeit begann. Tschüss, Mann.
das mein Ausweg wieder raus hier aus diesem Tempel? Das wäre ja ideal. Ne? Zumindest haben wir jetzt auch so eine ungefähre Idee, was genau hier in diesem Spiel eigentlich vor sich geht und was genau hier eventuell in absehbarer Zeit noch von mir erwartet wird. Ja, cool. Spiel wird gespeichert, erster Tempel ist erledigt und ich würde sagen, das war's dann auch erstmal mit Air Memories of Old. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.